Liebe Wanderfreunde, wie man sicherlich gut erkennen kann, ist inzwischen der Winter in Schwarzwald eingezogen und ich habe mich heute dazu entschlossen, eine kleine Winterwanderung zu machen. Nachdem ich die letzten zwei Wochen gesundheitlich nicht so ganz fit war, mit einer starken Erkältung zu kämpfen hatte, konnte ich das Winterwetter in der Vergangenheit noch nicht so ganz nutzen, um eine Winterwanderung zu machen. Aber heute fühle ich mich gesundheitlich wieder so oben auf, dass ich ganz spontan gesagt habe, zwischen Ober- und Unterevlingen wütet gerade ein förmlicher Schneesturm. Normalerweise hat man hier auf der Höhe eine Sicht bis auf Freudenstadt und auf den Schwarzwald. Aber durch den vielen Schneefall gerade ist alles weiß und es weht ein starker Wind. Die Luft ist heute sehr klar, erfrischend und kühl. Und es macht wirklich Spaß zu wandern. Die Sonne kommt gerade raus. Soll es vielleicht noch ein bisschen stürmen und schauen wir einfach mal, ich werde jetzt mal ins Tal hineingehen. Als nächstes werde ich zuerst mal den Ortskern von Oberiflingen durchqueren. Eine kleine, aber auch sehr alte Ortschaft, die 2005 ihr 1000-jähriges Jubiläum gefeiert hat, und vor mir sieht man die Kirche im Ortskern von Oberiflingen, die Michaelskirche. Hier stehe ich am Dorfplatz von Oberiflingen und dort befindet sich auch die Ortschaftsverwaltung, das ehemalige Rathaus von Oberiflingen, in der sich noch aktuell eine kleine Grundschule befindet, die ich damals auch noch besucht habe. Die kleine Ortschaft Oberiflingen war jetzt relativ schnell durchquert und ich befinde mich jetzt schon wieder außerhalb vom Ortskern in einer kleinen Senke. Und hier ist jetzt auch relativ windstill, der Schnee fällt ganz gemächlich, die Sonne kommt im Hintergrund ein bisschen raus und rings um mich ist es weiß. So stelle ich mir eine Winterwanderung vor. Jetzt geht es erstmal ein Stück im Waldrand entlang. Hier führt ein Wanderweg von Oberiflingen über Diesen bis nach Horb zum Schütteturm. Da ist eine blaue Wanderraute und dem Weg werde ich jetzt folgen. Ein alter Buntsandsteinpfeiler, der mal
als Zaunpfahl gedient hat. Hier wurden die Balken hindurchgeschoben durch die Öffnungen. Von hier oben aus hat man noch mal einen schönen Blick übers Auental. Und im Tal führt auch ein kleiner Wanderweg durch den Wald runter nach Diesen, ins Diesener Tal. Vielleicht mal ein Wanderweg für eine andere Wanderung nach Diesen. Und man kommt dort in der Nähe vom Sportplatz raus und kann anschließend im Diesener Dorfbach folgen. Auf der Höhe zwischen Oberiflingen und Diesen verläuft der Weg ganz idyllisch am Waldrand. Hier ist mal einsam und es ist eine herrliche Ruhe hier. Man kann die Natur genießen und besonders jetzt im Winter, wenn der Schnee fällt. An den Tannen und Fichten hier am Waldrand wachsen lauter Misteln. Leider in der Höhe, dass man nicht unbeschwert die ernten kann zur weihnachtlichen Jahreszeit. Aber sie sind auch sehr schön in der Natur anzuschauen. Und gerade am Waldrand, wo besonders viel Licht an die Tannen kommt, wachsen besonders gern die Misteln. Hier sieht man sogar einen kleinen Spross. Hier nochmal eine. Da hat jemand eine Tanne gefällt. Und ganz kleine junge Misteln sitzen hier an der Zweige. Hier könnte ich jetzt sogar ein paar schöne Misteln mitnehmen. Die liegen hier direkt neben mir auf den Ästen, wo hier durchs Baumfällen zurückgelassen wurden. Leider ist Weihnachten jetzt 2 Wochen vorbei. Man kann es jetzt nicht mehr so gut brauchen. Vor Weihnachten habe ich die ganze Zeit Ausschau danach gehalten, wollte welche mitnehmen, habe keine gefunden. Und jetzt liegen sie hier direkt am Wegrand. Startpunkt der Wanderung ist im Ortskern von Oberiflingen an der ehemaligen Gaststätte Sonne. Dort ist auch der Schütteturm in Horb ausgeschrieben, wo der Wanderweg hinführt. Da hat wohl jemand seinen Wegproviant vergessen. Also wenn mir jetzt kalt wäre, könnte ich mich jetzt hier gut aufwärmen. Aber mir ist inzwischen ganz schön warm geworden durchs Wandern. Jetzt geht es weiter ohne eine innere Aufwärmung. War gerade mal wieder richtig gefroren und glatt und ich habe wieder mit meinen Jack Wolfskin Schuhe gemerkt, da hat man einfach keinen Halt. Erst habe ich
ewig Blasen mit den Schuhen bekommen und die haben gedrückt und waren hart. Jetzt merke ich, dass sie keinen Halt haben. Also ob ich mit denen jemals noch gut Freunde werde, ich weiß es nicht. Da entdecke ich gerade ein uralter Gemarkungsstein. Da ist noch das Wappen von Freudenstadt drauf, so wie es ausschaut. Auf der anderen Seite ist nicht mehr zu erkennen, was es sein soll. Leider hat man den irgendwie angesprüht beim Holzfällarbeiten machen. Der Wanderweg ist hier vorzüglich ausgeschildert mit Rauten. Fast alle 50 Meter mal wieder eine blaue Raute an einem Baumstamm. Wenn das überall so wäre, auf alle Wanderwege, da bräuchte man kein Kartenmaterial noch ein Outdoor-Navigationsgerät. Ein ehemaliges Wespen- oder Hummelnest, das wurde jetzt ausgegraben zur kalten Jahreszeit, wenn die Tiere sich nicht mehr wehren können bzw. abgestorben sind. Wahrscheinlich war das ein Fuchs oder ein Marder. Plötzlich stehe ich jetzt in einer kleinen Lichtung mitten im Wald. Die war im Sommer noch nicht, als ich die Wanderung zum letzten Mal gemacht habe. Da haben sie ganz schön Holz gefällt, die lieben Holzfäller. Auch hier wieder Misteln in Hülle und Fülle. Da könnte man einen ganzen Weihnachtsmarkt damit ausstatten. Schade, dass Weihnachten erst 2 Wochen her ist und es wieder ca. 55 Wochen dauert bis zum nächsten Fest 2017. Ein Drittel der Wanderung ist jetzt schon fast geschafft. Jetzt geht's gleich runter ins Ziesener Tal zum Hauptziel der Wanderung. Die Burgruine Hohendießen. Rings um mich höre ich jetzt schon ein bisschen das Windrauschen. Scheint so, als ob jetzt doch ein bisschen ein Sturm wieder aufziehen wird. Lass ich mich mal überraschen. Aber mir ist schon kräftig warm, denn ich merke einfach, dass ich die letzten 2 Wochen körperlich nicht so ganz viel gemacht habe. Und jetzt braucht es keine große Anstrengung, dass mir wirklich richtig warm wird. Bisher verlief der Wanderweg mit der blauen Raute auf relativ gut ausgebauten Waldwegen. Jetzt geht es hier über einen kleinen, steilen, abenteuerlichen Pfad mit Stufen bergab zur Ruine Hohendießen. Und für mich mit meinen rutschigen Schuhen wird es ganz besonders abenteuerlich, wenn nicht sogar lebensgefährlich. Aber auch ich habe mich der lebensgefährlichen Aufgabe gestellt und gut überstanden. Jetzt stehe ich dann gleich im Innenhof der Burgruine Hohendießen. Darauf freue ich mich jetzt dann. Von hier aus kann ich jetzt zum ersten Mal schon die Burgruine Dießen durch die unbelaubten Büsche erkennen. Die blaue Wanderroute führt übrigens von der Ortschaft Lossburg bis nach Horb, sind ca. 25 Kilometer, wenn man die komplette Strecke läuft.
Jetzt stehe ich mitten im Innenhof der Burgruine Hohendießen. Und vor noch nicht mal 4 Wochen hat hier die sehr schöne Burgweihnacht stattgefunden vom Burgförderverein Dießen. Wie schnell die Zeit vergeht, aber ein Trosthammer. Auch im Sommer finden hier ab und zu Veranstaltungen statt, kulturelle. Und man kann hier das besonders schöne Ambiente der ehemaligen Burg genießen, die für jedermann zugänglich ist. Ich werde jetzt kurz hier hochgehen und noch die Aussicht über den Ort Dießen genießen. Die winterliche Aussicht über die Ortschaft Dießen und man merkt hier schon deutlich, dass in der Tallage vom Dießener Tal einfach viel weniger Schnee liegt wie auf der Höhe, die fast 200 Höhenmeter höher gelegen ist. Ich verlasse jetzt auch schon wieder die Burgruine Hohendießen und für mich geht es jetzt weiter durch die kleine Ortschaft Dießen hindurch. Nachdem ich die Ortschaft durchquert habe, werde ich dann weiter durch das Engbachtal wieder in Richtung Kaltenhof weiterwandern, wo ich mich dann wieder auf der Höhe befinde. Neben der Burgruine befindet sich im Außenhof der Grenzsteingarten der Burgruine und auf einem Grenzstein ein relativ neuer, sieht man das Wappen von Dießen mit dem Hechtkopf. Daneben steht sogar ein Stein, auf dem was mit Iflingen draufsteht. Die Ortschaft Dießen ist übrigens eine katholische Ortschaft und das bedeutet, dass dort bald die närrische Zeit beginnen wird, die traditionelle Dießener Fasnet. Als ich vor einem Jahr mal hier eine Winterwanderung im Februar gemacht habe, da war ein Tag vor Rosenmontag der Ort komplett geschmückt mit lauter bunten Stoffwimpeln und hier findet dann immer der traditionelle Fasnetsumzug statt. Aber ich glaube, heute bin ich da noch ein bisschen zu früh dran. Da wird noch nichts geschmückt sein. Das Ortszentrum von Dießen. Und für mich geht es jetzt hier hoch zur Gemeindehalle, wo der Wanderweg wieder aus dem Ort rausführt. Und zu guter Letzt nochmal ein letzter Blick auf die Ruine Hohendießen. Auf dem Wegabschnitt zwischen Dießen und dem Engental befindet sich der Wilfried-Meintel-Weg. Ein sehr liebevoller, angelegter Pfad durch den Wald, der mich mit seinen Brückchen und Stege gerne ein bisschen ans Allgäu erinnern lässt. Hier befindet sich auch das Wasserrad, das hier schon seit im Jahr oder 2 Jahre steht. Heute scheint es winterlich eisbedingt ausgefallen zu sein.
Wilfried Meindelweg hat mich relativ zügig aus dem Diesener Tal hinausgeführt. Und jetzt laufe ich schon im engen Tal entlang, bis zuerst ganz sachte ansteigt. Aber nachher geht es dann mal ein kurzes Stück richtig zackig in die Höhe. Im Engtal befinden sich einige Quellen und am Talausgang fließt ein lebhafter Bach. Und der Mensch hat sich hier das Wasser zunutze gemacht. Neben hier befindet sich eine Forellenzucht, wo in einem frischen und klaren Wasser Schwarzwaldforellen gezüchtet werden. An dem Hauptgebäude von der Forellenzucht befindet sich ein Wachhund. Und jedes Mal, wenn ich dort als Wanderer vorbeigelaufen bin, hat er lauthals Alarm geschlagen. Bin ich mal gespannt, ob es heute wieder so sein wird. Die ganzen Zuchtbecken, wo die Forellen gezüchtet werden, sind heute zugefroren. Man kann also keine Fischwärme sehen, wie man das sonst immer tut. Hier ist jetzt mal ein Becken nicht ganz zugefroren, weil hier doch viel Wasser reinfließt. Und man sieht hier die Forellen, die Jungen, welche sich kreisförmig hier angeordnet haben, aber bei der Kälte verharren. Bei dem kalten Wetter scheint mein Freund der Wachhund nicht da zu sein. Sein Korb ist leer, ist wahrscheinlich auch im Baum. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe und der Hund hier angeschossen kommt, bin ich doch ganz froh, dass sich zwischen mir und ihm ein Stück Zaun befindet, weil bei dem Hund, der ist nicht ganz so gutmütig wie so manch anderer, zum Beispiel am Oberhof am Priorberg. Ein kleiner Steg über dem Bach, sieht sehr idyllisch aus, da werde ich jetzt einfach mal drüber laufen. Für mich geht es jetzt hier ein paar steile Höhenmeter aufwärts und ich folge einer gelben Wanderroute. Da ich die letzten zwei Wochen ja eine starke Erkältung hatte, ist das jetzt auch ein kleiner Leistungstest, wie fit ich noch bin bzw. wieder bin. Und ich merke, so ganz 100% ist noch nicht alles, aber ich lasse mir jetzt einfach Zeit auf dem Weg hoch zum Heidenhof. Mitten im Wald, kurz vor der kleinen Siedlung Heidenhof, befindet sich eine ehemalige Pumpstation aus Ziegelstein, die gemauert. Die liegt jetzt hier relativ gespenstisch da. Aber sowas will natürlich auch erkundet werden. Hier sieht man noch, dass ein Graben hier nach oben läuft. Da verliefen wahrscheinlich mal Leitungen. Die alte Blechtüre ist inzwischen weggerostet, nur noch ein paar Scharniere sind da, ein Stück vom Türblech. Und in dem alten Gebäude befindet sich noch irgendeine Armatur aus Stahl oder Gusseisen.
unmittelbar neben der alten Pumpstation hat man eine neuere Pumpstation gebaut. Massives Gebäude. Ob hier allerdings noch Trinkwasser gewonnen wird, das mag ich zu bezweifeln, da auf der Höhe intensiv Landwirtschaft betrieben wird und das Wasser hier leider inzwischen auch nitratbelastet ist. Bevor ich den Wald gleich am Heidenhof wieder verlassen werde, mache ich jetzt noch einen kurzen Abstecher nach links. Dort befindet sich eine sehr schöne Tuffsteinrinne in Form von einem kleinen Wasserfall. Den möchte ich euch noch zeigen. Und auch wenn es heute nicht besonders viel Wasser hat, es ist trotzdem schön anzuschauen, das Wasserspiel. Normalerweise ist hier ein reges Plätschern und das Wasser schießt hier durch die Rinne von oben bergab. Heute ist aufgrund der Trockenheit im Winter hier nur ein kleines Rinnsal. Man hört es trotzdem plätschern und im Frühling, wer hierher kommt, sieht hier bestimmt dann ein imposanteres Wasserspiel. Die letzten 2 bis 3 Kilometer haben mich über den Heidenhof und Kaltenhof wieder in Richtung Ober- und Unterifling zurückgeführt und ich stehe jetzt kurz vor den beiden Ortschaften. Wie man sieht, wird es langsam dämmerig. Es ist kurz vor 5 Uhr, aber das Schöne ist, durch die weiße Landschaft wird es zum einen ein Stück weit heller und zum anderen, wir haben die Wintersonnenwende vor circa 20 Tagen überschritten. Und inzwischen ist der Tag schon wieder ca. 20 bis 30 Minuten länger hell, was wirklich sehr spürbar ist. Der Schneefall hat zwischenzeitlich mal ein bisschen aufgehört, aber aus dem Westen von Richtung Freudenstadt, aus dem Schwarzwald, kamen ziemlich graue Wolken und wie man sieht, setzt der Schneefall wieder stärker ein und wenn ich viel Glück habe, dann werde ich vielleicht in den nächsten Tagen auf der Strecke mit meinen Langlaufskier entlang wandern, was mich sehr freuen würde. Für heute reicht es mir mit der Bewegung und frischen Luft. Ich mache mich jetzt auf den letzten Kilometer auf, der mich wieder nach Unterifflingen zurückführt und dort werde ich mich dann erstmal wieder aufwärmen.